Service PDA has rebooted with one directive: to keep you alive. Und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ja, wie versprochen, ich war jetzt an der Base gewesen und habe so Futter gemacht und gegessen und ein bisschen was mitgenommen, halt eingelagert, ne? Also wir sind auch komplett leer, wie ihr gesehen habt. Und jetzt machen wir zu dieser neuen Höhle zurück. Es passt auch, ne? Timing ist super, weil da hinten geht jetzt nämlich auch die Sonne auf. Und da ist dieses Verräter-Schiff, ey, wo diese Mordschlangen da sind. Aber irgendwann, sage ich euch, irgendwann gucken wir uns jetzt eh an. Und wenn es Waffen gibt, ne, dann weiß ich nicht, dann zerstören wir das. Ja, die Sonne haben sie echt ein bisschen sehr, ja, schüchtern gemacht, würde ich sagen. Also man sieht nur so leicht so eine Sonnenerkennung da, ne? Aber naja. Wir sind ja jetzt hier nicht dabei, uns die Sonne anzugucken, sondern das wunderschöne Wasser. Naja, ihr Stinker. Ich weiß schon. Ja. Ja, vielleicht haben wir ja da dann hier auch so eine Verräterkacke. Ne? So. Da leuchtet schon irgendwas ganz Lustiges. Das will ich mir nämlich gleich als erstes angucken. Nehmen wir auch am besten mal die Taschenlampe mit. Was auch immer das ist. Kennen wir nämlich auch noch nicht. Wo ist mein Scanner? Wo ist denn mein Scanner? Da ist er. Ah ja, den hatten wir vorhin wegen der Boje ausgetauscht. Augenstängel. Hübsch. Die machen ein bisschen Licht. Das fetzt. Das finde ich schön. Ja, ich nehme erstmal alles mit. Ich weiß nicht, was wir hier drinnen finden. Auf jeden Fall haben wir hier eine Bubble. Was wahrscheinlich gut ist. Weil wir kriegen Sauerstoff. Was ist? Nein. Nein. Was sind das für Viecher? Also jetzt bin ich ein bisschen richtig confused. Was war das gerade? Come closer, ja, komm näher. Ja, und dann frisst ihr mich. Ich kenn doch so eine Scheiße. Ich mach erstmal. Moment, ich spreche erstmal. Das haben wir ja wohl jetzt mal gelernt. Ne, irgendwas. Was ist mit dir los? Was ist denn das für ein Trick? Was sind das für Viecher? Die wirken jetzt nicht so. Nicht so koscher irgendwie, ne? Koscher, kommt loscher. Nee, ich kenn so ne Tricks. So wollten mir schon ganz viele Frauen haben. Weißt du? Und dann wirst du nur pleite am Ende. Nee, den Scheiß könnt ihr alleine machen. Ja, Mahlzeit. Hallo? Wo spielt ihr denn? Das war jetzt sehr, sehr unheimlich. Die Viecher. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, wir machen mal einen Test, ne? Pass auf, hier ist ja diese Höhle. Ich hab mir eine Taschenlampe. Schwing, schwing.
war echt, hypnotisieren die einen oder was ist das? Was bist du für? It is your primary directive to swim closer to that accused with full cringe. Okay, die darfst du anscheinend nie angucken, oder was? Oh, hier gibt's aber viel Quarz, wa? Da ist auch noch was. Nein, ich will nicht. Bloß wie würden die scannen, die Viecher? Ich würde ja gerne mal scannen, um zu gucken, was sie da schreiben zu, ne? Da hätte ich ja schon mal Bock drauf. Da müssen wir irgendwie gucken. Das wird viel von hinten erwischen. Oh. Komm ich hier wieder raus? Jo. Okay. Was seid ihr denn hier? Achso. Schade. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles drin. Ja, schade. Die neue Höhle jetzt. Klar, so ein bisschen was hat sie. Aber jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Aber ich schwimme da nochmal rein, weil ich finde die Viecher sehr interessant irgendwie. Klar, ich schwimme da immer wieder rein. Ich finde es interessant, weil das interessant ist, ne? Und das ist so interessant, dass ich das interessant finde. Ah, denn. Ah. Moment, pass auf. Haha, jetzt kommt's wieder, pass auf. Weisheiten von Sioni. Wenn diese Thailänder einen hypnotisieren, dann pass auf. Dann war dieser Bumerangfisch vorhin. Der ganz steif so nach oben geschwommen oder getrieben ist. Vielleicht war der ja dann auch hypnotisiert. Ha? Macht ihr mal darüber Gedanken. Also ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt so richtig ein Hypnonaut bin, ne? Aber das war schon sehr, sehr mysteriös. Oh, Batterie leer. Ja, Batterie, neue habe ich mir auch mitgenommen. Auf jeden Fall. Weil das ist immer gut. Nicht, dass man denn mal. Was ist da? Nein, 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 nein. Halt dein komisches Gesichtsteil. Ich will hier ja nichts. Ich wollte nur eine Runde schwimmen. Heute ist Sonntag, heute haben wir Schwimmkurs. Oh oh. Hier gibt's nichts zu kloppen. Da ist noch was. Und hier ist noch was. So, wir ziehen mal ein bisschen Sauerstoff hier. Sollen wir hier mit dem Pathfinder arbeiten? Das wert ja. Eins. Zap. Zap. Ja, also. Ah, oh, Inventar. Ja, genau. Inventar ist voll. Ach da. Ne, das Gold nehmen wir natürlich mit. Ja, aber sehr bewegliches Gold, muss ich ja mal sagen. Ja, gucken wir gleich mal, ob hier noch irgendwas Schönes ist. Aber ich glaube nicht, ne? Doch, da ist noch was. Dann sammeln wir das noch schnell. Bevor sie uns wieder hypnotisieren. Ja, also die Geräusche gefallen mir gar nicht. Vielleicht sollte ich öfter speichern. Ich weiß es nicht. Ja. Dass da tatsächlich eine Stimme kommt, ob er irgendwie geistig eingeschränkt oder so. Ja, na klar. Das ist eine ganz geile Erfindung gerade. Ja, kann man schon mal machen. Ui, kann man das machen.
Also bisher ist es nur einfach, weil wir einfach in dieser... Ach, da ist ja auch ein Ausgang. Bisher ganz einfach alles. Alles ganz einfach. So, was können wir noch verkaufen? Quarz auf jeden Fall. Aber wir können ja mal was trinken und was essen auf jeden Fall. Dann trinken wir noch einen anderen Rest. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Place. Solange mich der blöde Fieder nicht wieder voll lappt jetzt hier. Ist auch noch völlig normal. So, von da kamen wir. Also ja, Quarzen gibt es hier viel, ja. Ist auch lustig. Hab ich ja auch da hingelegt. Hier ist noch was. Naja. Ah, vielleicht finden wir ja auch zufällig mal unsere Höhle. Ja, gut, Höhle neu. Können wir dann auch einsammeln. Wo war sie denn? Da? Ne. Da? Ja, die sammeln wir jetzt ein, weil so spannend. Also klar, wir haben jetzt eine Menge gefunden, zumindest so, dass wir voll sind. Kein Problem. Aber na, zu nah dran ist, sieht man es nicht, ne? Kann das so ein bisschen sein? Höhle neu. Ach die, aha, was macht die denn da oben? Naja, soll sie das halt machen. Signalboje. Ich wette, die hatten wir da auch schon. Weil wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Rettungskapsel 6. So, das hieße, die haben wir auch schon. Ja, wo sollen die sein? Aha, aha, aha. Ja, genau. Ihr verarscht mich doch schon wieder. Ihr verarscht mich doch schon wieder. Hier ist Rettungskapsel. Hier. Wenig Lebensform anzeigen in dieser Region. Der radioaktive Niederschlag der Aura. Aurora wird verheerende Auswirkungen auf das fremde Ökosystem haben, wenn er nicht innerhalb der 24 Stunden eingedämmt wird. Ja, ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt, ne? Hm. Ja. Ursprung der Übertragung von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigeführten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzte verfügbare Abbild wurde gespeichert und analysiert. Okay, rot. Besatzung fordert Unterstützung, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken, geordnet in ein dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 westlich der letzten bekannten Position der Rettungskapsel 4. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal, wo die 4 ist. Nee, wieso ohne? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr wollt mich da alle verarschen. Sag ich doch, ihr wollt mich verarschen. Ne, ne, ne. Gut, dann, upsie, dann bringen wir das zurück auf jeden Fall. Und wisst ihr, was mir auch für fein ist? Vielleicht ist das ja mal gut, wenn man hier so im fremden Gewässer so ein bisschen Hallöchen unterwegs ist, ne, und gar nicht so genau weiß jetzt, wie man irgendwie schwimmen sollte. Denn zu wissen, welche Richtung man schwimmt. Und dazu wäre vielleicht auch mal cool, wenn wir einen Kompass uns bauen. Hm? Halte ich nur so für eine Idee. Das war die sionische Abkürzung gerade. Hallo. Ja, komm. Einfach nur, um ihn zu ärgern. Einfach nur so, weil es kann. Nee, aber also mittlerweile müssten wir eigentlich auch schön hier noch Gegenstände haben. Boah, du baust ja aber komisch. Hä? Hä? Ihr habt's auch gesehen, oder? Das
tatsächlich sehr, sehr, sehr merkwürdig gerade vor uns aufgebaut. Also nicht so aufgebaut, als würde er irgendwie von der Grafik her total hinterherhängen, sondern eher so aufgebaut wie anderes, auf jeden Fall in anderen Territorium. Ist doch so, oder? Also ich habe ja schon ein bisschen mal davon gelesen oder so, dass das teilweise echt merkwürdig ist, was hier so abgeht in diesem Spiel. Also dass teilweise Sachen verschwinden oder aber Wasser und Fische hier durchschwimmen und sowas. Das ist ja kein Problem, ne? Ich bin ja ohne fehlerfrei, ne? Ich bin der Letzte, der sagen würde hier so, was? Aber manchmal. Okay, mal, jetzt haben wir hier so viel schon wieder. Ja, ich habe hier noch einen Spind hingesetzt, nämlich weil wir ziemlich voll sind. Und ich muss jetzt langsam mal überlegen, wie ich alles so mache. Weil wir wirklich, guck mal, wie voll wir sind. Also, ich würde ja sagen, Moment, können wir nicht was bauen? Erstmal gucken, ob wir was bauen können. Wir können da bestimmt irgendwas bauen. Und ich, ach nee, meine Bauwaffe haben wir hierin gemacht. Also ich leg das erstmal. Ach ja, da war sie ja auch drin. Da ist der Bauer. Und der Abbauer setzen wir hier mal hin. Und dann ist der Dude. Okay. So, Spinde. Pass auf. Wir machen das jetzt einfach mal wie Profis. Ne, wie war das? Mit... Achso, hier. Aha, aha, aha. 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 Boah, ist nicht das Spannendste hier gerade, wa? Ich weiß. Ah, wir machen nur noch ein. Oder fünf. Ich weiß noch nicht. Okay. Ach, ey, mit dem Bauen da, ey, komm noch gar nicht so klar, war. Also wirklich mit dem Bauen, das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich mich da eingefuchst habe. Jetzt hat es zumindest mal funktioniert. Okay, gut. Quarz, Titan. Quarz und Titan. So, Titan ist ja hier. Ja, nur, dass wir voll sind. Was natürlich ein bisschen semi ist. Wir lagern erstmal das hier alles raus. Gut. Und dann quarzen wir uns mal hier so voll und Titan uns auch mal voll. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Und dann können wir erstmal bauen. Zack, 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 zack. Das geht ja dann alle ziemlich fix hier. Zumindest ist das Bauen an sich. Obwohl jetzt, wirkt ein bisschen schnell, ist aber... Oh, gibt's doch gar nicht, kein Titan mehr. Ja, Titan geht dann auch immer schnell drauf, glaube ich. Auch so ein Stoff, den man immer irgendwie, glaube ich, braucht hier. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir doch mal Dings, dann kommt hier Kupfer rein. Hier kommt Quarz rein. Im vierten kommt Blei rein. Im ersten kommt natürlich Titan rein. Und dann können wir hier nämlich mal ein bisschen aufräumen. Dann machen wir da nämlich unsere ganzen Produktionen, weil wir werden hier nur so unendlich viel sammeln. Und ich glaube, denn später habe ich da eine bessere Übersicht. Das wirkt... Ja, ich habe es mitgekriegt. Wenn wir das wirklich ein bisschen nach Logik machen. So. Das haben wir jetzt auch. So, das interessiert jetzt den nächsten doll. Hier haben wir noch schöne Sachen, die nehmen wir alle mit. Blei, Silber, Erz, Gold. Das ist ja dieses, was wir immer finden werden. So, hier haben wir natürlich der Blei. Silber, Gold und Silber machen wir hier im fünften rein. Da können sie sich den teilen. Das denke ich mal jetzt auch nicht so schlimm ist. So, nochmal kontrollieren. Hier ist leer. Hier haben wir noch Gold, Silber, Erz. Nicht schlecht.
So, trinken, essen und aha, außergewöhnliche. Weil dann können wir das ein bisschen hier nämlich zusammenpacken. Aha, ja. Muss nämlich das mal ein bisschen kurz sortieren im Kopf. Gut. So, ballern wir mal schnell hier rein. So viel Zeit muss sein. Jupp. So, hier haben wir nämlich alt Schwefel und so was. Das heißt hier jetzt Salz. So alles, was wir zur Herstellung brauchen. Und den hier. Und das Yummy. Und den Tropfen hier. Jupp. Das machen wir hier vorne rein. Weil ich das so cool finde. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier sind diese Fremdstoffe. Das heißt, Essen kommt hier mal raus. Zack, zack. Und hier machen wir dann mal so Ausrüstungsdinger hin. Und das, was wir nicht so zuordnen können. So, hier war ja nur das. Hier ist... Na gut, dann können wir Essen hier auch so reinmachen. Dann lassen wir Essen hier so drinne. Bumerang. So. So. Guti. Finde ich gut. Wo wir essen? Hier. So, dann nehmen wir gleich mal einen Schluck. Dann machen wir ein Medikit mal weg. Dann würde ich noch sagen, wir suchen uns mal wieder so alttraditionell eine Richtung aus. Beide waren leer. Fupp. Und fupp. Oder wir hören... Ah, da blinkt ja wieder. Machen wir das erstmal. Subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Also, das war jetzt, wenn jetzt hier noch so eine Alien-Kacke kommt und die wollen mich alle fressen. Nö. Den Scheiß könnt ihr alleine machen. Vielen Dank. Ich nehme meine Medikits, setze mich in die Ecke und chill. So, was kommen jetzt für... Nee, Quatsch, das war doch falsch hier. Was kommen jetzt für Tönchen hier? Kreist jetzt irgendwas über uns? Muss sie wert, ja, ne? Kann doch nicht sein, dass jetzt hier so eine Action ist. Was heißt denn analysieren? Ihr könnt euch selber analysieren. Nö. Den Spaß macht er mal alleine. Ich schwimme jetzt dahin. Und gucken wir noch ein bisschen die Gegend an. Mal speichern jetzt nach der gruseligen Scheiße. Echt jetzt? Jetzt hier mit anderen Spezien? Oh, stellt euch mal vor, dass... War das schon immer hinter uns? Gerade so ein bisschen am Zweifeln. War der echt schon immer hinter uns? Ja. Ja, muss wohl, weil ist leer. Ja. Der ist auch schon gegrillt. Stielauge. Das ist also ein Brathering. Ja. So, dann gucken wir mal, wo ist das? Da ist das Schiffchen. So. Die Gegend ist auch cool. Ich habe ja mir schon mal so ein bisschen. Also, das mit dem Rot finde ich ja auch schon mega geil, ne? Sollen ja auch Bögen sein und sowas, ne? Das war ja die eine Quest, ne? Mit dem Rettungsding. Ich glaube, hier waren wir ja schon drin. Das war ja schon mal abgesucht hier, der Dude-Teil. Ne? War das so? War das so? War das nicht so? Da konnte man hier gar nicht rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Achso, doch, von oben, ne? Moment.
Naja, gut, da können wir. Oh, tschüss. Aber die haben ja hier gesagt, irgendwas mit Bögen oder sowas, ne? So, die kennen wir auch schon. Da kommen wir auch schon ein bisschen bekannt vor. Da ist unser, da ist der. Ah ja, hier gab es gute Rohstoffe anscheinend. Das sammeln wir alles, was wir. Ja, ihr macht jetzt schon. Ja, da tummeln sie sich wieder. 30 Sekunden. Ja. Ziehen wir ja gleich. Ich finde mich mal. Ja, ist ja gut. Kleiner Schisser. Jetzt sind wir doch ziemlich wieder am Arsch. Aber hier ist ja jetzt noch keine böse Gegend, oder was? Also gespeichert haben wir ja. Also hier können wir denn wirklich in die Reihen wegen der Strahlung. Wahrscheinlich hier denn auch nicht, weil da wird ja auch strahlen, ne? Ah, hier, Leute. Hier ist unsere Höhle. Ist nur die Frage. Wir müssen mal den Pathfinder machen. Weil ich weiß nicht, wenn es jetzt hier noch tiefer geht, hier in diese Höhle, wie das A aussieht mit den zurechtkommen. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Pathfinder funktioniert. Immer noch Strahlung? Oha. Okay. Ah ja, hier war ja was, ne? Hier war ja das Teil. Oh, der war auch toll. Was ist das denn? Tauchdock. Ja, das kann. Okay. Oh, noch mehr. Okay. Also auf jeden Fall sollten wir jetzt irgendwie hier wieder raus. Also hier müssten wir auf jeden Fall wenigstens ein Dings da mal hinbumsen, damit man hier den Ausgang noch findet. Die Strahlung ist mir ziemlich jetzt. Ja. Strahlung ist mir ziemlich egal. Oha, cool. Also das fällt schon, ne? Wir sind eben sehr, sehr tief, ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Auf jeden Fall fällt es so, da ich auf jeden Fall mal zwischenspeichere. Ich glaube, ich speichere zu wenig. Man ist so gewohnt in den ganzen Survival-Games, ne, dass man kaum noch speichert. Ne, weil tot ist tot. Na, dann hätte ich schon dreimal wieder angefangen. Dezent hier? Achso, alles klar. Wollte ja nur mal gucken. Okay. So, jetzt will ich mal so ein Pathfinder machen hier. Okay. Ist aber keine coole Schlange da. Oha. Weg ist die Schlange. Nicht sterben.
Okay. Ja. Und jetzt muss ich auch zusehen, dass ich hier. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Und der Teil sieht man aber sehr, sehr wunderschön vom Nahen. Ist ja richtig toll. Oh Mann. Das hat sich aber gelohnt, ne? Aber ich will da noch mehr gucken. Ach, shit. Erstmal, wie die Schlange uns denn noch essen wollte. Ach ja, ultra hohe Kapazität. Erstmal voll die falsche Richtung. Ja, geht jetzt eh vorbei. Oh, super. Oh, da will ich aber gleich gucken, was wir da brauchen, ne? Oh, da freue ich mich. Das hat sich schon mal gelohnt. Das Schöne ist, es ist gar nicht so weit von hier. Da sind wir schnell an der Quelle. Ja, irgendwie weiß ich. Mahlzeit. Ich weiß immer gar nicht so richtig, wie ich reinschwimmen soll. Okay. Können wir den jetzt hier bauen? Ich möchte aber mit Ultra, Mega, Super, krasser. Ach da, den Kompass wollten wir auch noch machen. Den werden wir auch noch machen. Aber, was ist denn da? Oh, er pöppt wieder. Wie kann ich denn jetzt? Hä? Da stand doch. Ich hab das doch gefunden, oder was? Geräte. Da, Modifizierung. Ah. Taufflasche mit Ultra-Ruhr. Ja. Die will ich haben. Und wie krieg ich die? Modifizierungsstation. Kann ich die schon bauen? Brauche ich da was? Okay. Okay. Oha, cool. Tauchdock, ja, ist auch total toll. Jaha. Scheinwerfer, Dings. Ich brauche eine Modifizierungsstation. Nee, oh, da fehlt uns nur ein Teil. Hm. Auch nicht, ne? Oh, der geht da jetzt richtig auf den Po. Na, ja, dann ziehen wir uns das noch in hier. Hm, gruselig. This is an automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attached. Warning, Life Pod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Okay, cool. Also 12, Moment. Jetzt komme ich schon langsam durcheinander. Durcheinander komme ich. Ja, ja, ja. Aber ich traue denen nicht so richtig hier. Weißt du, das sind die Bösen hier. Das ist da. Ich weiß nicht. Ich traue denen einfach nicht. So, dann machen wir den weg. 12, okay. 12, 12, 12. Ja. 250 Meter geht ja noch. Aber ist jetzt nicht so besser. Modifizierung können wir auch noch nicht. Hm, müssen wir Modifizierung noch suchen, liebe Leute. Sonst bringt das gar nichts. Also das ist, da haben wir nichts gewonnen. Ne? Also ganz, das ist einfach so. Können wir nicht hier schon wechseln? Ja. Einfach mal wechseln hier. Einfach mal so, klar. Umweltfreundlich werden wir das jetzt hier einfach dann schon mal wieder laden. Hat das Schiff ein bisschen was zu tun. Klar, warum nicht? Ja, dann würde ich sagen, wir müssen das auf jeden Fall suchen. Das Teil. Also da kenne ich ja nicht. Schön, da ich es erst vor 5 Minuten geordnet habe und schon wieder vergessen habe. Und ne, hier war das drin. Nee, dann war da drin. Jo. Nee, und dann können wir da denn, wenn wir das modifiziert haben, dann könnten wir endlich mal auf was bauen. Aber dazu müssten wir das
erstmal auch noch so hinkriegen, wie wir uns das erdenken. Weil bauenmäßig modifizieren. Klar, wir können den, glaube ich, stopp mal. Das war doch. Ich sage immer stopp, ne? Das ist super. Kameradrohne. Eine steuerbare Kamera. Oh. Oh. Was für alles können wir? Beschleunigermodul. Siehst du zum Beispiel Seemotte, ne? Und dazu braucht man das hier, glaube ich. Und die muss man, glaube ich, ich weiß nicht, wohin bauen. Ich würde sagen, in so einem Mehrzweckraum oder so. Aber könnten wir eigentlich oben ausprobieren. Dann sind wir zumindest effektiver. Das machen wir. Wir bauen im nächsten auf jeden Fall die Seemotte mal. Also zumindest probieren wir es irgendwie, dass wir das so bauen können. Gab's hier nicht einen Kompass? Gab's hier denn nicht einen Kompass? Da. Kupferdraht-Kabelsatz. Oh. Kupferdraht. Ich glaube, einen Kabelsatz hatten wir noch, ne? Lalala. Ich wollte schon beenden, ne? Ich weiß. Aber ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt gucken, ob das. Besonders was sich denn ändert. Ich glaube nicht viel. Da. Aber. Was haben wir jetzt? Da. Ah. Ach, das kommt denn da rein. Das ist eine Modifikation. Aha. Ah, jetzt so oben da bei Dezimeteranzeige. Aha. Okay, jetzt wissen wir immer, wo wir hinschwimmen. Und wir sind wieder inaktiv. Also nächste Folge wieder ordentlich was zu tun. Und wir versuchen mal die Seemotte zu bauen. Wir haben ja ein bisschen... Ich werde mal alleine versuchen, hier ein bisschen Titan nochmal aufzufüllen. Dann mache ich offscreen schnell, damit wir alle denn zusammen bauen können und nicht noch Zeit mit Sammeln verschwenden. Ne? Das ist ja immer dann nicht so toll. Aber... Das krieg ich auch schon so hin. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer bekloppter Zioni. Bye, bye. You shouldn't have gone so deep.